best advice. He said each day's a gift and not a gift. Vielen Dank, Herr Karpovic. Und bleiben Sie bitte in der Nähe, bis wir fertig sind. Danke. So, Frau Mokin, Sie können jetzt reinkommen. Ritter, mein Name. Mein Kollege Herr. Ich habe nichts von der Führung mitbekommen. Ich habe geschlafen. Nehmen Sie doch erstmal Platz. Vielleicht können Sie uns ja doch helfen. Denken Sie mal etwas zurück. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas Besonderes aufgefallen in letzter Zeit? Irgendetwas Außergewöhnliches? Ja, jede Kleinigkeit könnte für uns wichtig sein. Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Vernehmung ist vertraulich. Hören Sie, Sie mögen doch die Tochter Ihres Chefs, Natalie. Sie wollen doch sicher nicht, dass ihr irgendetwas zustößt. Dann müssen Sie uns sagen, was Sie wissen. Sie wissen doch etwas, oder nicht? Es ist so. Wir haben einen neuen Koch, aber ich will nicht, dass er wegen mir Schwierigkeiten bekommt. Wenn er nichts verbrochen hat, hat er auch nichts zu befürchten. Also, was ist mit ihm? Vor ein paar Tagen habe ich mitgekriegt, wie er in der Küche einen Anruf bekommen hat. Ich habe nicht alles verstanden, aber er war wütend und hat gesagt, ich will nicht, dass du hier anrufst. Es ist gefährlich. Ist echt nicht zu fassen. Ja, meldet euch, okay? Ciao. Was gibt's? Das Hausmädchen hat ein verdächtiges Telefonat belauscht, das der neue Koch geführt hat. Daraufhin wollten Robert und Gerrit mit ihm sprechen. Ja, und der ist weg. Der ist verschwunden. Sein Zimmer ist auch leer in der Villa. Der hat sich abgesetzt, der Typ. Anscheinend. Aber es kommt noch besser. Gerrit wollte dann seine aktuelle Meldeadresse ausfindig machen. Und weißt du was? Es gibt eine solche Person überhaupt nicht hier in der Stadt. Ja, dann müssen wir den Typen sofort mit seinen Alias-Personalien zur Verhandlung ausschreiben. Nee, das brauchen wir nicht. Das läuft schon. Robert und Gerrit haben die Überwachungsbänder gesichtet und darauf den Wagen des Kochs gesehen, inklusive Kennzeichen. Das Auto ist zugelassen auf einen gewissen Peter Roller. Also, Herr Roller, da wir jetzt Ihre wahre Identität kennen, können Sie uns vielleicht auch erklären, warum Sie sich unter falschem Namen bei den Reichenbachs eingeschlichen haben? Und warum Sie nach der Entführung so plötzlich verschwunden waren? Unsere Kollegen hatten doch alle Angestellten angewiesen, auf dem Gelände zu bleiben. Ich weiß, es war dämlich abzuhauen. Mir ist klar, wie das jetzt aussehen muss. Es war nicht nur dämlich, es war auch äußerst verdächtig. Ja, aber es ist anders, als Sie denken. Ich bin Journalist. Journalist? Ja, freiberuflich. Ich arbeite für diverse Tageszeitungen und Magazine. Und im Moment arbeite ich an einer Story über Gregor Reichenbach. Und was für eine Story sollte das sein? Dieser Mann hat einfach mit seinem skrupellosen Gewinndenken schon so viele Menschen ins Unglück gestürzt. Ich wollte einfach dokumentieren, mit was für menschenverachtenden und betrügerischen Methoden dieser Kerl arbeitet. Wie kommen Sie denn darauf, dass Herr Reichenbach mit unlauteren Mitteln arbeitet? Ich habe doch gesehen, was er mit meinem Onkel gemacht hat. Und der sitzt jetzt sogar wegen diesem Kerl im Gefängnis. Moment mal. Ihr Onkel, ist das derjenige, der vor 2 Jahren versucht hat, Reichenbach zu überfahren? Das war er, aber er hat auch seine komplette Existenz verloren. Er wurde auf Anraten Reichenbachs hin gefeuert. Er und viele andere Mitarbeiter wurden gekündigt, obwohl das unnötig war. Reichenbach hat die Firma komplett falsch beraten. Und um Beweise für Ihre Behauptungen zu finden, haben Sie sich dann als Koch in die Villa eingeschlichen. Ja, das stimmt. Haben Sie denn was gefunden? Nein, ich habe nichts gefunden, aber ich weiß, dass ich recht habe. Na schön. Es steht fest, dass Sie Reichenbach fertig machen wollen. Ja. Sie finden keine Beweise und deswegen entführen Sie seine Tochter, oder was? Nein, hören Sie, damit habe ich wirklich nichts zu tun. Ich habe einfach Schiss gekriegt, als die Polizei aufgetaucht ist. Da bin ich eben abgehauen. Da sind Sie heute nicht der Einzige. Glaubst du ihm, dass er mit der Entführung nichts zu tun hat? Schwer zu sagen. Also im Großen und Ganzen hat er die Wahrheit gesagt. Er ist der Neffe des damaligen Täters und er ist Journalist. Übrigens, der aktuelle KTU-Bericht ist da. Oh. Das Blut vom Tatort stammt tatsächlich von der Tochter. Andere interessante Spuren gibt's nicht. Alle Spuren im Haus sind von Tatortberechtigten, also zum Beispiel den Angestellten. Aber das ist nur Sackgassen. Ja. Und den Sekretär haben die Jungs auch schon überprüft. Die haben sogar seine Zimmer in der Villa durchsucht, aber nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass er hinter der Entführung steckt. Hallo,
Entschuldigung, der Herr wollte sich schon wieder nicht aufhören. Ja, mach's mal schon. Ich habe gerade einen Anruf bekommen auf mein Handy von den Entführern. Was? Sie fordern 2 Millionen Euro Lösegeld. Dann würden Sie meine Tochter freilassen. Details folgen. Ich habe nachgefragt, aber dann hat er aufgelegt. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein, die war verstellt. Ich muss mir bitte Ihr Handy. Ich brauche die Nummer des Anrufers. Der kann nicht nachvollziehen, woher der Anruf kam. Also der Erpresseranruf kam aus dieser Telefonzelle, gut und schön. Aber der Erpresser ist bestimmt schon über alle Berge. Ja, das muss aber nicht bedeuten, dass er keine Spuren hinterlassen hat. Ja, aber genau das ist der Job der Spurensicherung. Hör mal, bis die Spurensicherung hier ist, können 100 Personen mit dem Telefon telefoniert haben und die Spuren verwischt haben. Zieh dich doch einfach mal ein bisschen um. Ich hab keine Ahnung, was das bringen soll, ehrlich nicht. Oder? Der könnte vom Täter sein, der ist ganz frisch. Na, der Zettel. Ja. Hab ich Handschuhe? Jetzt, Sherlock? Und? Da war ein Feinkostgeschäft dran. Feinkost Karpovic. Karpovic? Der Chauffeur von diesem Unternehmensberater hieß auch Oleg Karpovic. Ganz genau. Wenn das aber kein Zufall ist. Los, jetzt schnappen wir uns. Wir wissen inzwischen, dass Sie den Lösegeldanruf getätigt haben. Tja, das sieht schlecht aus für Sie, Herr Karpovic. In der Telefonzelle wurden Ihre Fingerabdrücke gefunden. Während unsere Kollegen nach dem angeblichen Koch gesucht haben, haben Sie die Zeit schön genutzt. Sie haben Herrn Reichenbach angerufen und Ihre Lösegeldforderung gestellt. Ja, Sie haben einen kleinen Fehler gemacht. Nach der telefonischen Lösegeldforderung haben Sie von der Telefonzelle auch noch Ihren Vater angerufen. Und so sind wir ganz schnell auf Sie gekommen. Sie sollten ein Geständnis ablegen. Wir haben inzwischen mit Ihrem Vater gesprochen. Aber auch der ist so schweigsam wie Sie. Komisch. Ist er Ihr Komplize? Haben Sie das mit der Entführung gemeinsam durchgezogen? Kommen Sie, packen Sie endlich aus! Sie als Chauffeur hatten doch die Möglichkeit. Sie kennen den Code der Alarmanlage und Sie wissen ganz genau, wo die Kameras installiert sind. Ja, die haben Sie deaktiviert, damit Ihr Vater freie Bahn hatte. Hatten Sie keine Lust mehr auf Autofahren, Wagenwaschen, mickriges Gehalt? Nee, Sie wollten auch mal am großen Geld schnuppern. 2 Millionen Euro, eine ganze Menge. Hat aber leider nicht geklappt. Und jetzt sagen Sie uns, wo das Mädchen ist. Ich hoffe für Sie, dass es noch lebt. Aber ich habe ihr da nichts getan. Bitte nehmen Sie mir Nathalie nicht weg. Was soll das heißen? Wir haben es doch nur getan, damit wir neues Leben miteinander anfangen können. Wir lieben uns doch. Wie, Sie lieben sich? Jetzt sagen Sie uns, wo das Mädchen ist. Ja, aber bitte schicken Sie nicht zurück zu Ihrem Vater. Ach nee. Nathalie Reichenbach, wenn ich nicht irre. Hm? Ja, sie war in dem Versteck, das uns ihr Freund genannt hat. Sein Vater hat übrigens gestanden, an der Entführung beteiligt gewesen zu sein. Den beiden geschieht doch nichts, oder? Wir haben doch nur so getan. Großartig. Ich meine, Sie haben mich doch nicht wirklich entführt. Ja, so weit sind wir mittlerweile auch schon. Vielleicht erzählen Sie mal, was in der Nacht wirklich passiert ist. Au, 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 au. Scheiße, ich hab mir wehgetan.
gemacht. Oh, Scheiße. Sorry, Schatz. Du musst es doch so rumtrampeln. Ich hab doch gesagt, das muss so echt aussehen wie möglich. Falls jemand was mitkriegt oder uns sieht oder so. Wo es jetzt kommt. Scheiße. Wissen Sie eigentlich, was Sie losgetreten haben? Wir haben überall nach Ihnen gesucht. Was meinen Sie, was hier los ist? Das ist Vortäuschen einer Straftat, was Sie gemacht haben. Mann, das ist doch kein Spiel hier. Es tut mir leid, ich wollte doch nur mit Oleg zusammen sein. Es tut mir leid, ja, sicher. Natalie, mein Schatz. Bitte. Ich habe mir so große Sorgen um dich gemacht. Wir möchten erst mal alleine mit Ihrer Tochter reden. Nein, er soll bleiben. Er soll das hören. Es ist doch alles nur seine Schuld. Schuld? Wieso meine Schuld? Seit Mama tot ist, hast du immer nur von mir gefordert. Mich permanent unter Druck gesetzt. Ich sollte gute Noten schreiben und die jüngste Absolventin an der Uni werden. Aber ich wollte doch immer nur das Beste. Und alles andere hast du mir verboten. Ich durfte nie ein normales Leben führen. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Aber wieso hast du nicht mit mir gesprochen? Ich liebe dich doch. Erdrückt hast du mich mit deiner Liebe. Ich hab's gewusst, freiwillig würdest du mich nie gehen lassen. Da ist mir halt dieser Plan eingefallen mit Oleg. Oleg? Oleg, der Chauffeur? Ja. Und damit du es weißt, ich liebe ihn. Dich hasse ich.